Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight im Grab von Glenville mit unserem Albtraum, auch Freddy genannt. 1, 2, Freddy kommt vorbei. 3, 4, er steht vor deiner Tür. Ach ja, so ein Freddy-Leben ist doch schön. Schön lackierte und geschärfte Fingernägel. Und die Survivor kriechen einen direkt in die Nägel hinein. Ah ne, das wird zu weit, dann gehe ich lieber dorthin. Reiten wir hier mal ganz kurz vor. Das wurde gerettet, das ist schon mal gut. Ach komm schon, ernsthaft, springst jetzt hier die ganze Zeit hin und her. Ja, es gibt Spieler, die haben Langeweile. Da muss man nichts zu sagen. So, jetzt bitte die Palette. Noch nicht. What the fuck? Was war das denn bitte? Die hat mich echt blockiert, habt ihr das gesehen? Was zum Geier? So. Somit kommst du in den Keller. Solche Mitspieler braucht kein Mensch. Blockieren einen. So. Schön dafür sorgen, dass man auch es besonders schwer hat. Ah, Renato. So, also, der Taschenlampenstörenfried ist weg. Wunderbar. Den hat niemand gerettet. Hier war keiner. Schade. Hallo Renato. Ah, ich hab dich gesehen.
und meine Krallen haben dich bekommen. Extra für dich vorgeschärft. Das würde ich aber noch mal üben. Ja, eigentlich schade, dass die Person unten im Keller sich hat sterben lassen. Aber ich hätte ja Morien können. Was ich auch sehr gerne gemacht hätte. Oh. Soll ich's wagen? Okay, lauf da lang. Dann komme ich besser hinter dir her. Oh, jetzt haben sie mein Totem kaputt gemacht. Oh, das schöne Totem. Schade, er hing noch kein zweites Mal, verdammt. Da muss ich. Da nicht. Hello. Na, das war gut. Wo ist sie hin? Da hinten. Na gut, wir zwei jetzt. Einen Treffer habe ich dir gegeben. Tja, nützt dir nichts mehr. Du bist Geschichte. Durch und durch. Ach so, mag ich das. Hallo, wer bist denn du? Ich habe dich ja ganz außer Acht gelassen. Ein paar davon machen es nicht so verkehrt. Und da habe ich dich auch. Raus kann ich jetzt wegkriechen. Ich krieg dich sowieso.
Dann hängen wir dich auch direkt mal hier auf. Okay, dort nicht. Von dort komme ich ja. Da trete ich trotzdem gegen. Bitte. Assi ist das denn bitte? Einfach sterben lassen. Na super. Dafür töte ich dich jetzt. Hast du den armen Vittorio einfach am Haken hängen lassen? Ja. Da kiekse, wa? Shame on you. Ich schaffe mit dem Albtraum 4-mal das Traumjäger-Punktergebnis. Sehr gut. Das freut mich. Ja, Jägerpunkte müssen gut sein. Opfer, Hinterhältigkeit. Ah, alles über 7000. Sehr gut. Das freut mich. Klassenfortschritt 1 auch sehr gut. Ja. Wunderbar. Ja, die Zarina, Stufe 44. Oh, umwickelter Umschlag. Vielen Dank. Sorry fürs Morin. Ja, Renato hat sich anders verdient. Er hat den Vittorio einfach sterben lassen. Oder hat er sich selber sterben lassen? Im Zweifel für Renato. Ja, leider ist die Runde vorbei. Ich hätte gerne noch mehr Überlebende gehabt zum Jagen, aber es sind nur 4. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch bei der nächsten Runde auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.